Also ohne meine multiple Persönlichkeitsstörung wäre ich sicherlich tot. Warum ich nicht detailliert über mein Trauma sprechen will, erstens aus Schutz mir gegenüber und auch zum Schutz der Zuschauer, weil das ist einfach zu heftig. Das ist wie, als hätte man eine Kindergartengruppe und man will einen Ausflug machen. Da muss man das genauso besprechen und genauso arrangieren wie jetzt mal in mir drinne, weil ich bin halt nicht alleine. Und klar hatte ich Angst, dass die Menschen Angst vor mir haben. Das habe ich jeden Tag. Und dieses Gefühl werde ich auch nicht so schnell loskriegen. In diesem Film geht es teilweise um Suizid, selbstverletzendes Verhalten und Gewalt. Wenn dich das triggert, dann bitte schau diesen Film nicht alleine. Mein Name ist Jessie und ich bin 25 Jahre alt. Bei mir wurde die multiple Persönlichkeitsstörung festgestellt. Was man unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung versteht, ist, dass es wie eine WG in dem Kopf ist. Du hast halt mehrere Leute, die unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Wertvorstellungen auch unter anderem haben. In meinem Fall sind 7 weitere Persönlichkeiten, von denen ich den Namen weiß. Ich habe halt eine Ältere, das ist die Älteste in mir, die ist 30, das ist Amy. Die ist wie so eine Mutti, die kümmert sich um alles, was mit Ämtern zu tun hat, mit Ärzten, mit Konflikten. Da ist sie sehr, sehr bereit, das zu übernehmen, weil mich auch selber, Jessie, das sehr überfordert. Bonnie und Elisabeth sind meine Beschützer. Jedes Mal, wenn ich in eine zu extreme emotionale Lage komme oder in eine Situation, die zu gefährlich für mich ist, dann switche ich, dann übernehmen die und die sind ein bisschen rubiater. Und Ronnie, das ist der unter anderem der einzige Mann, von dem ich jetzt weiß, der in mir ist. Ja, der ist eher so ein kleiner Prolet, muss man schon sagen. Also wenn ich jetzt im Internet einen Film gucke und da sind Brüste drin, dann sagt er, ja, Gold. Und wenn er dann den Körper übernimmt, hat er sehr große Probleme, weil ich habe halt auch eine Oberweite. Und mittlerweile versteht er das immer mehr, dass wir uns den Körper teilen. Ja, Roland, ja. Er sagt es mir nochmal, sag es so. Ich so, okay. Also ich habe gerade mit Ronny gesprochen und der hat gesagt, er möchte, ja, sein Spitzname ist okay, dass wir ihn Ronny nennen. Alles gut und dass es auch so gesagt wird. Aber ihm war es sehr wichtig gerade, dass ich seinen richtigen Namen nochmal sage. Er heißt eigentlich Roland und sein Spitzname ist Ronny. Der wollte das gerade haben und da wollte ich ihn auch respektieren. Deswegen sage ich es nochmal. Dann gibt's halt Tina und Lisa, das sind eher so die Teenager, die Pubertierinnen. Tina ist eine kleine Täterpartisantin, also die hat da nicht das Problem. Sie sieht auch gar nicht ein, dass wir krank sind. Dann gibt es Lisa, die ist so sehr ruhig, hat auch eine Sozialphobie. Die kommt sehr häufig hoch, wenn ich depressiv bin und zieht mich quasi noch mehr mit runter. Und dann gibt's halt mein kleines Mäuschen, das ist Lena. Die ist so 6 und ja, die ist wie so ein kleines Kind halt. Die weiß halt auch nicht, wie man mit Social Media umgeht. Sie ist eher die mir manchmal hilft, wenn ich traurig bin, wenn ich mich einsam fühle. Dann kommt sie einfach an und redet mit ihrer kindlichen, naiven Art Motivation ein. Und das ist sehr schön. Das ist eine sehr, sehr tolle Person. Von der 7. Person weiß ich den Namen nicht. Dementsprechend kann ich da auch weniger sagen. Die hat halt, die ist auch so eine Art Beschützer, aber auf eine Art, die sehr konstruktiv ist. Sie redet sehr ruhig, diskutiert sehr ruhig. Ich habe auch noch ein paar mehr, aber von denen weiß ich weder, wie sie sind. Ich merke auch nicht, wenn die hochkommen, weil ich dann nur die Verbindung habe, also so gar nicht. Solange ich keine Verbindung oder keinen Namen habe, kriege ich es auch nicht mit, wenn ich switche. Ich habe auch schon gefragt, wie heißt du denn, wer bist du denn? Aber da kam keine Reaktion. Wir werden heute noch zocken und dann noch eine Freundin treffen. Die kennt auch ein paar Persönlichkeiten von mir. Und ich freue mich irgendwie auch zu zeigen, wie meine Motive funktioniert. Ja, genau. Okay, Entschuldigung. Kann auch passieren, dass ich mich entschuldige, wenn irgendjemand kurz hochkommt, wenn mir das gerade unangenehm ist. Wie war das gerade? Kann ich dir nicht sagen. Das war zu schnell, das war zu zügig. Wenn es so ein kurzes Ding ist, manchmal bleiben manche noch da, um die Reaktion der Menschen zu sehen, einfach nur aus Fun. Aber manchmal passiert das auch so schnell, dass ich gar nicht mitkriege, wer das ist.
in mir drin ist wie so eine Art Familienhaus. Wie erkläre ich das? Also die Räume sind unendlich groß. Die Zimmer sind halt einfach je nachdem, wie derjenige, der da drin lebt, das haben will. Und das ist bei jedem so, also immer so aufgebaut. Zimmer, Balkon, Tür, schöner Bereich. Und dahinter kommt dann durch diesen schwarzen Nebel die schlimme Situation, damit man das halt nicht sofort sieht. Und dann gibt es halt noch eine zweite Etage und die ist aber komplett dunkel. Da leben die Leute drin, die ich noch nicht kenne. Und wir haben so eine Art Küchenraum, wo wir halt auch unter anderem quasi an so einem großen Esstisch sitzen. Und da kommunizieren wir halt. Dann setzen wir uns an den Esstisch, besprechen, was halt nicht ging, besprechen, was in Ordnung war. Und dann wird halt auch für Fehlverhalten Bestrafungen verteilt, wie du musst jetzt den Abwasch für eine Woche machen, du musst Wäsche waschen. Meine multiple Persönlichkeitsstörungen sind entstanden dadurch, dass ich sexuelle Gewalt erlebt habe. Und das ist dadurch, dass es in so frühem kindlichen Alter passiert ist und dann auch immer wieder, es halt auch Wiederholungstat war, habe ich mich dann gespaltet halt in dem Moment. Die Motive entsteht nur, wenn du in extremer Lebensgefahr bist. Nicht jeder kann Motive werden, was halt auch Wissenschaftler vor ein Phänomen stellt. Warum ich nicht detailliert über mein Trauma sprechen will, erstens aus Schutz mir gegenüber und auch zum Schutz der Zuschauer, weil das ist einfach zu heftig. Selbst ich, was ich von manchen erfahren habe, da habe ich 2 Wochen verstört, war ich in meinem Zimmer, konnte nicht mehr rausgehen, weil das so eklig war, was ich gesehen habe. Ich habe mich übergeben, ich habe geweint stundenlang. Also ohne meine multiple Persönlichkeitsstörung wäre ich sicherlich tot, ja. Die Traumatisierung, die ich jetzt schon mitverfolgt habe, hätte mich das nicht überleben lassen können. In den letzten Jahren war halt das Hobby von mir Theater spielen, also primär Improvisationstheater. Und in dem Feld ist mir auch aufgefallen, dass ich Motive bin. Man hat halt als Improvisationstheater, wird vorher immer gefragt, was man für Eckpunkte, Eigenschaften hat. Und da wurde mir die Eigenschaft aufgestellt, dass ich halt einfach unter anderem eine Multiple spielen sollte und verschiedene Persönlichkeiten darstellen sollte. Es war einfach witzig in dem Moment, weil ich saß da, habe dann halt verschiedenen Switch gehabt und habe das auch ein bisschen körperlich auch gespürt. Aber dann habe ich immer mehr gemerkt, wow, ich kann voll krasse Sachen dann Schauspielern, kann krass Personen spielen. Und nachdem ich dann so ein halbes Jahr lang später dann in der Klinik war und da das dann auch diagnostiziert wurde, habe ich den Leuten das erzählt und die meinten, deswegen konntest du diese Rolle so gut spielen. Mir gibt das Theaterspielen ganz viel Sicherheit, weil ich durch das Schauspiel einfach verstecken kann. Es ist ein Schauspielmove, es ist keine Störung, es ist Schauspiel halt einfach nur. Wie ich grundlegend merke, dass ich switche, ist halt einfach, ich zittere und ich gucke irgendwo in irgendeine Ecke hin. Und dann zack, bin ich jemand anderes. Wenn ich Glück habe, kann ich mitschauen und mithören. Das allererste Mal, dass es mir aufgefallen ist, ist, weil eine Persönlichkeit von mir, Elisabeth, irgendwas getan hat, was ich nicht getan habe. Sachen rausgehauen, Beleidigungen und Streit. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich weiß nicht, was los ist. Alle sagen immer zu mir, du rastest immer aus, du bist immer beleidigend. Und ich stehe da und meine so, nee, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wen ihr da vor euch habt oder mit wem ihr redet, aber ich bin es nicht. Wer bist du? Fragst du dich auch selber, wer du bist? Wie die multiple Persönlichkeitsstörung sich in meinem Alltag bemerkbar macht, ist beispielsweise, wenn ich instabiler bin oder schlecht geschlafen habe, schlecht gegessen. Und dann kann ich leider auch nicht rausgehen, weil ich dann halt alle paar Minuten switchen würde. Wie sich's anfühlt, wenn ich switche, ist halt so, dass ich halt ganz, ganz, dass es weh tut. Also man kann sich symbolisch vorstellen wie eine Zahnpastatube, die man immer weiter ausdrückt. Und genauso fühlt sich das halt auch an. Wenn jemand irgendwas dazwischen ruft, wie irgendein Kommentar. Also ich habe eine in mir, die macht so einen Singsang-Kommentar, dann ist sie immer traurig oder so. Das stört mich eigentlich nicht. Am Anfang hat mich das sehr verwirrt und hat sich sehr komisch angefühlt. Wenn es gewollt ist, dann kommt halt jemand mit dem Fahrstuhl, den ich in mir habe, von dem Einfamilienhaus hoch und redet mit mir, ey, darf ich? Oder hey, ich merke gerade, du bist zu aufgewühlt, zu aufgeregt. Ich übernehme einfach. Und das ist so eine Aktion von Millisekunden. Wenn ich dann halt nach einer Woche, wenn es gut läuft, nach einer Woche wiederkomme,
wenn es super schlecht läuft, ein halbes Jahr, wenn es noch schlechter läuft, ein Jahr. Und dann bin ich halt für ein Jahr weg und weiß halt nicht, was in der Zeit passiert ist. Und das ist sehr, sehr traurig, auch unter anderem, weil die es mir halt auch nicht erzählen. Und da fehlt mir dann halt ein Jahr meiner Lebenszeit, was ich nie, nie wieder zurückbekommen werde. Es gab mal einen Morgen, da bin ich halt mit einer sehr tiefen Wunde am Arm aufgewacht. Also ich bin halt eingeschlafen, also ich dachte zumindest, dass ich eingeschlafen bin. Und in dem Moment bin ich geswitcht und dann ist Tina hochgekommen und die hat dann selbstverletzendes Verhalten angestellt und dann ist sie halt schlafen gegangen mit einer offenen Wunde, mit einer blutigen offenen Wunde. Das hat mich sehr geschockt. Also meine erste Reaktion, mir war übel schlecht und war ja auch in dem Moment, fange ich dann auch kurz an zu weinen, weil es mein Körper ist und mir ist was passiert, woran ich mich nicht erinnern kann, worauf ich gar keinen Einfluss hatte. Wir sind mit Larissa hier, das ist eine Freundin von mir und die hat halt die Bedeutung, dass sie mir gezeigt hat, dass ich nicht absurd bin, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Du hast halt auch schon ein, zwei Situationen erlebt, wo es grenzwertiger war als jetzt so alltagsmäßig. Ja, also es gab eine Situation, in der haben wir Zähne geputzt abends und Jesse hatte plötzlich eine sehr schwere Körpererinnerung an eins ihrer Traumata und sie hatte offensichtlich Schmerzen. Sie musste sich so ganz, ganz lange die Zähne putzen, weil sie das Gefühl hatte, sie hat einen furchtbaren Geschmack im Mund und hat also furchtbar angefangen zu weinen beim Zähneputzen. In der Situation war es gerade gar nicht so, dass irgendjemand spezifisch übernommen hat, weil das war wie so ein Flashback. Eine Körpererinnerung und dann schmecke ich, fühle ich halt alles, was ich in einer Traumatisierung gefühlt habe. Ich kenne Lena, aber auch eher nur aus Erzählungen und weniger aus dem direkten Erleben. Einmal hast du sie, glaube ich, mitbekommen. Einmal. Das war in der Küche, wo dann mir jemand einen Kakao angeboten hat. Und ich dann halt sofort geswitcht bin. Also ich bin dann halt geswitcht und Lena ist rausgekommen. Auf einmal habe ich habe das gar nicht so körperlich richtig mitbekommen. Und ich kann mich noch erinnern, das sagt sie mir auch gerade, dass der Kakao nach Kaffee geschmeckt hat und dass ihr das gar nicht gefallen hat und dass sie das überhaupt nicht in Ordnung fand. Ja, wir mussten auch neun machen, ne? Weil sie dann, Lena hat dann gesagt, so, das ist kein Kakao, das ist Kaffee. Und dann haben wir einfach neun Kakao gemacht und dann hat Lena sich total wie ein Kind gefreut. Das sind aber auch nicht so häufige Situationen. Ich mache halt viele Switches mit mir selber aus und lasse es halt erst richtig zu, wenn ich komplett alleine bin. Und dann geht's aber auch ab. Also ich glaube, man muss halt ernst nehmen, wer gerade wie stark da ist. Also weil man Jesse als der Host-Person nicht das Gefühl geben darf, dass sie gar nicht da ist. Oder irgendwie immer nachfragt, wenn man dich sieht, ah, mit wem spreche ich denn jetzt? Wer ist denn gerade da? Und so. Das ist ein bisschen albern. Aber gleichzeitig kommen die Persönlichkeiten ja raus, weil sie ernst genommen werden wollen. Klar hatte ich Angst, dass die Menschen Angst vor mir haben. Das habe ich jeden Tag, dass jemand denkt, oh mein Gott, die ist super gefährlich. Und dieses Gefühl werde ich auch nicht so schnell loskriegen, weil halt einfach auch durch die Stigmatisierung, durch Horrorfilme, wenn da irgendwelche Mutablen rumlaufen, wird es halt direkt auf die Störung rauf projiziert. An Jessie bewundere ich am meisten, wie sie nicht gebrochen wurde, obwohl ihr Start ins Leben so schwer war. Jetzt ist sie trotzdem eine total starke Erwachsene, die so ihr Leben einfach selber wuppt. Ich habe mir das erste Mal professionelle Hilfe mit 16 geholt. Das sind mittlerweile fast 10 Jahre. Meine Störung wurde erst nach 7 Jahren Therapie entdeckt. Dann gab es halt, als ich die Diagnose bekommen habe, ganz stark das Gefühl, mir kann niemand helfen. Es ist schwierig, mit meiner multiplen Persönlichkeitsstörung gewisse Hobbys zu haben, einfach aus dem Grund, dass halt nicht alle die gleichen Interessen teilen. Zum Beispiel Kampfsport, was mich persönlich total interessiert, weil ich gerne irgendwie jeden umklatschen will, der mir noch mal zu nahe kommt. Aber das ist halt nicht gegeben, weil die Kleine könnte damit nicht umgehen. Und auch Ronny möchte das einfach auch nicht, weil er Angst hat, dass er dann zu großes Aggressionspotenzial kriegt. Das ist wie, als hätte man eine Kindergartengruppe und man will einen Ausflug machen. Da muss man das genauso besprechen, weil ich bin halt nicht alleine. Ich werde jetzt Online-Spiel spielen mit einem Online-Server, damit wir uns unterhalten können. Das ist ein Strategiespiel, wo es darum geht, Wörter zu erraten.
Musti, dann gehst du auch ins Rote, ja, supi. Ja. Dann Maniac gehst du, jo, jo, supi. Nice. Das ist die Polizei, Leute. Ja. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn ich spiele, dann übernimmt jetzt Amy und ich bin jetzt Geheimdienstchef. Das bedeutet, dass ich das Wort auswähle, wie sie die Wörter dann herausfinden können. Und das Problem ist, dass sie mir dann immer sagt, schreib es so und so und hat jetzt schon fast alle Wörter halt eingetaktet, damit wir halt am besten gewinnen. Also die übernimmt nicht ganz den Körper, damit ich noch schreiben kann. Aber Flöte, was ist denn Flöte für ein Messinstrument? Also Messjob, ja, richtig gut, oder? Also ich gefragt, sonst bringt die mich um. Freitags ist auch immer ein Tag, wo man hat, wo man quasi 1, 2, 3, Entschuldigung. Ich fange nochmal von. Also dann hat jeder einen Tag, wo er was machen kann. Und Freitag zum Beispiel ist der Tag, wo jemand abgeben kann, ich möchte jetzt mit einem Rock rausgehen oder ich möchte mit einer Jogginghose rausgehen. Ich habe gerade gezählt, einfach aus dem Grund, wenn ich manchmal den Faden verliere, zähle ich 1, 2, 3 und dann sagt mir irgendjemand hinten, wo ich gerade hängen geblieben bin. Wer hat dir das gerade gesagt? Amy, die ist komplett gerade dabei. Wie Amy über mich denkt, ist primär so, dass sie sieht, dass ich sehr verletzbar bin, sehr, sehr, 1, 2, 3, ja, sorry, Entschuldigung. Sie sieht halt, dass ich mir Mühe gebe. Sie möchte jetzt nicht rauskommen, das ist jetzt so unangenehm, um ehrlich zu sein. Aber du kannst mit ihr sprechen und sie hört es. Und ja, sie möchte sich auch bei euch bedanken, weil erstmal, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt und dass sie so gar nicht so in Schubladen denkt. Das ist eine willkommene Ablenkung und sie fühlt sich halt einfach bestätigt, dass es halt auch Menschen gibt, die halt nicht destruktiv oder negativ in gewissen Fällen denken. Und das ist sehr, sehr schön. Ja. Mein großes Ziel eigentlich im Leben ist, dass ich Menschen wie mir helfen kann. Mir ist es sehr wichtig, dass Menschen wissen, dass sie da nicht alleine sind. Also was ich mir von der Gesellschaft mit der multiplen Persönlichkeit als Umgang wünschen würde, ist halt akzeptiert zu werden. Und man wird ganz viel ausgegrenzt, das wird belächelt. Dann kommt auch ganz oft ein Kommentar, das gibt's doch gar nicht, du tust doch nur so. Ich kann ja mal kurz gucken, ich frage mal kurz. Ja, Amy findet eigentlich wichtig, dass nochmal gesagt wird, unter anderem. Amy ist halt wichtig, dass nochmal gesagt wird, dass sie gerne hochgekommen wäre, aber sie das sehr unsicher findet, weil das sehr unangenehm ist. Ich entschuldige mich auch jedes Mal danach, weil ich gar nicht aus der Intention, weil ich euch verletzt hätte oder jemand anderen verletzt hätte, sondern weil das auch schon mit sehr viel Scham belegt ist, mit sehr viel Angst, mit sehr viel Kummer auch, weil auch kein Verständnis meistens dafür aufgebracht wird. Ich hätte vor 3 Jahren niemals gedacht, dass ich in diesem Punkt wäre, auch nicht mehr vor einem Jahr. Und jetzt sehe ich mich an und bin eigentlich recht stolz, was ich erreicht habe und dass ich darüber reden kann, ohne dass ich mich schäme oder ohne dass ich mich selbst verachte. Was findet ihr spannend an dem Thema multiple Persönlichkeitsstörung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abonniert auf jeden Fall Tudoku und falls ihr noch Zeit habt, könnt ihr bei Die Frage vorbeischauen. Da hat der Frank die Nele interviewt, die ebenfalls eine multiple Persönlichkeitsstörung hat.